soll sie auch fragen, ob sie nie eine E-Mail bekommen hat von mir, die Schweizerin des Jahres. Habt ihr mal etwas gehört über die Steuern, Frau Schlumpf? Freie Menschen zahlen keine Steuern. Das wäre die Frage. Steuern auf den Boden. In einem freien Land Steuern auf den Boden. Wir sind frei, wir zahlen keine Steuern. Der Wert liegt im Boden. Hey, Boden, Quadratmeter, wem gehört er, der zahlt. In der Schweiz gehört der Boden der Banksters, der Versicherungen, Immobilienheimnis, ausländische, ich weiss nicht was, Fürstenvögt und so weiter. Also, chargen wir die. Verlangen wir von denen, was es wert hat. Der Wert vom Boden kommt ja nur, wo wir sind. Wo wir 7 Millionen Leute hier sind. Wenn hier keine Knochen wären, dann wäre der Boden gratis. Wir können hier wären. Der Boden hat nur Wert, wo wir die Infrastruktur hineinstellen. Nur, wo wir hier produzieren. Nur, wo wir hier kreieren. Drum. Und dann tut man das abschöpfen. Dividiert man das pro Kopf durch die Schweiz, gibt eine Bürgerdividende, wie eine Burgergemeinde das ja macht. Und man kann man brauchen für das, was es braucht für einen Staatsbetreiber. Und das ist eigentlich nicht viel. Ne? Der Mensch kann für sich selber schauen, der braucht keinen Staat. Love, Peace, Happiness, Januar 2009, Schweiz. Hast du mich, gell? Ja. Habt ihr je von mir gehört? Ich habe mich bemüht, E-Mail geschickt an Bundesrat, so manchmal hintereinander. Wegen Steuern. Wegen der Nationalbank. Das ist mir jetzt nicht bewusst. Wir haben nichts bekommen. Welche Bundesrat? Alle 7 habe ich gerne geschickt. Nie etwas gehört. Nichts. Das ist mir nicht bewusst. Das haben wir schon gedacht. Aber wenn ihr so habt adressiert, dann ist es wahrscheinlich so weiter. Also das E-Mails? Ist das letzte E-Mails. Ja, ja. Was ist denn eure persönliche E-Mail-Adresse? Die ist nicht öffentlich. Ja, jetzt brauchen das ja nicht mehr. Ja, was meint ihr? Ich will mein E-Mail nicht blockiert haben. Ihr könnt das Departement schreiben. Ja, und wenn das Departement hat er nicht. Wir haben ja auch immer. Also, wie wär's das Departement? Wie wär's das? Du findet ihr über die Website. Ja, das habe ich probiert, sicher. Ja, das ist schon möglich. Aber ich hatte nicht. Das ist mir nicht bewusst, dass ich da Steuerunterlage oder solches überlege. Ja, einfach weil. Ich habe vor der Finanzkrise gewarnt im Juni und ich gesagt, es geht einfach ab. Salut, also. Neues Jahr noch, Salut, Nicola. Ich lasse noch gehen. Schönen Abend. Ich soll sie auch fragen, ob sie nie eine E-Mail bekommen hat von mir, die Schweizerin des Jahres. Habt ihr mal etwas gehört über die Steuern, Frau Schlumpf? Freie Menschen zahlen keine Steuern. Das wäre die Frage. Frau Wittmer-Schlumpf sagt auch noch lieber Grüße, ist mir ein Ding schuldig. Sie hat behauptet, dass es ein Gesetz in Amerika gäbe, das eine Einkommensteuer berechtigt. Ja. Meine Information ist, gibt es nicht. Ich weiß es gar nicht. Ist ein Bescheid. Showmethelaw.org. Sollt ihr davon schauen? Und wenn wir Schweizer hätten können sagen, den Amerikaner, Showmethelaw. Ja, ganz eine andere Position zum Spielen plötzlich, oder? Also. Merci für das Telefon, wir schauen es an. Ich habe sowieso wieder einmal gesehen, fragt noch einmal, aber im Moment wird sie kein persönliches Treffen. Ja, gut. Cool. Ja, ich sehe es am nächsten Parteikongress. Wenn ihr eine Frage habt zu dem, was wir jetzt vielleicht diskutiert haben oder angesprochen haben, ich bin da, ihr habt meine Nummer. Anja. Also, das ist ja wunderschön. Merci, schönen Nachmittag, ja, der Herr Gosko.
Einschnaufen. Ausschnaufen. Der Boden hat nur Wert, weil wir die Infrastruktur reinstellen. Nur weil wir hier produzieren. Nur weil wir hier kreieren. Drum. Und dann tut man das abschöpfen. Dividiert man das pro Kopf durch die Schweiz, gibt eine Bürgerdividende, wie eine Bürgergemeinde das ja macht. Und man kann man brauchen für das, was es braucht für einen Staatsbetreiber. Und das ist eigentlich nicht viel. He? Der Mensch kann für sich selber schauen, der braucht keinen Staat. Love, Peace, Happiness, Januar 2009, Schweiz.